Willkommen zu Star Citizen. Schön, dass ihr dabei seid. Sekunde eben. Ja, können wir machen. Aber wie gesagt, wenn, dann jetzt gleich. Ja, dann sagt dein Kumpel Bescheid, die sollen die Sachen mitbringen und dann treffen wir uns, ja? Ich hole dann noch eben das Raumschiff und dann geht's los. Alles klar? Okay, bis dann, ne? Ja, es ist mal wieder so, wie es ist, ne? Also die Mitarbeiter haben hier das Wochenende frei und jetzt hatten sie gerade keine Lust, hier oben zu bleiben. Wir sind hier in Port Dressler und da sind die Hubs jetzt auch nicht so toll. Ne? Jetzt haben sie halt die Messe da unten gesehen und da hat der Arbeitgeber, so nett wie er ist, ihnen gesagt, können gerne das Wochenende unten verbringen. Die Tickets würden sie auch bezahlt bekommen und sogar eine Übernachtung in dem Espal Grand Tower. Der würde sogar ein Fahrzeug zur Verfügung stellen, aber einen Piloten müsste sich besorgen. Und da grinst der Arbeitgeber natürlich immer, weil gerade Piloten besorgen, das ist ja immer das, was, ne? Mit Versicherung, ihr wisst, wie das immer so läuft. Wenn das Raumschiff geschrottet wird, ne? Ja, der Pilot, der ist immer derjenige, der da dran hängt. Naja gut, ich habe mich breitschlagen lassen. Mein Ingame-Charakter weiß ja nicht, mit welchem Raumschiff es jetzt hier losgeht. Von daher habe ich das mal gemacht, ne? Ja, die werden sich noch wundern. Ja, ich mich auch, denn ne? Letztendlich Padme 2. Ich bin da auch nicht so firm, aber naja, ich muss sowieso zur Messe nach unten. Und dann dachte ich mir, tust du denen auch nochmal einen Gefallen, weil fliegen kannst du ja eigentlich alles. Also das ist ja nicht so, dass es irgendwo was gibt, wo du jetzt sagst, nö, traue ich mich nicht ran, ist zu risikoreich. Nee, eigentlich ja gar nicht. Also da haben sie schon den Besten erwischt und wenn man mir so ein bisschen, ja, ne, was Nettes sagt, dann mal einen ausgibt zwischendurch, dann machen wir dann, ne? Habe ich mir so gedacht. Und es geht ja auch nur von oben nach unten. Es ist ja jetzt nicht durchs Börs, muss man sagen. Naja, gut, jetzt haben wir 8 Plätze, sollen sie sich doch mal. Oh, Argo MPUV Personal Transporter. Das ist doch schön, ne? Mein Ingame-Charakter, der jubelt. Jetzt ist noch keiner da. Ich will das gerade mal kurz entlüften, ne? So, die ganzen Dämpfe, nasse Gummistiefel kennt ihr selber. So, alles klar, 8 Personen haben da Platz. Wenn die sich denn jetzt auch mal auf den Weg machen würden, ich hatte ja gesagt, wenn, dann jetzt gleich, Sachen werden gepackt. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal mit dem Gefährt vertraut. Ja, das ist halt hier unten so eine Kabinenkapsel, die extra an diese Argo dran gebaut wird. Und ja, der Pilot hat natürlich seinen extra Platz, wie es immer so schön ist. So, schmeißen wir die Kiste mal an. Haben wir genug Sprit? Sprit ist ja in diesen Tagen auch ein hohes Gut geworden. Jetzt haben wir hier ein Problem mit der Tür. Wahrscheinlich leihen sie mir das Schiff deshalb aus, weil die Tür hier immer auf und zu geht. Na gut, ich bin im Raumanzug, das soll jetzt auch nicht ein Hindernis sein, das kriegen wir hin. So, seid ihr jetzt alle da? Gucken wir nochmal kurz. Sind sie alle da? Jo, alle sind sie da. Ja dann, würde ich sagen, ne? Das mit der Tür müssen wir so hinnehmen. Wow, 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 wow. Dann würde ich sagen, geht's runter nach New Babbage. Und wollen wir mal gucken, ob wir das Ding überhaupt nach unten kriegen. Na, aber jetzt nach unten geht's doch. Immer sagt man. Ja, ne? So ein kleiner Industrietransporter, der mal eben kurz Personal von oben nach unten. Die waren ja in den Cargo-Decks, haben hier geschuftet die ganze Woche. Jetzt sollen die auch mal das Wochenende frei kriegen, ne? Und wenn gerade so eine Messe da unten ist, ja dann bauen wir das Fahrwerk kurz ein, so. Dann muss man auch auf die Messe, ist ja nur einmal im Jahr, ne? Was willst du denn sonst machen hier? So, was macht der Pilot? Der Pilot guckt mal ganz kurz. Der Chat ist noch an. Brauchen wir jetzt im Moment auch nicht. Dann guckt der Pilot noch mal ganz kurz. Quantum Drive haben wir ja nicht. Jetzt habe ich es natürlich auch ein bisschen schwer hier den Punkt zu finden, ne? Müssen wir auf Sicht fliegen hier. Na, will er wieder auch nicht so. Müsste ja hier dann. Ja. Da, ich habe es gesehen.
Da müssen wir runter, aber ihr seht schon, hier oben kann ich nichts einstellen. Ich kann hier noch nicht mal den Punkt markieren. Bringt nichts. Müssen wir also wieder zurück und auf Sicht fliegen. So, da werden wir uns mal orientieren, mal kurz das Fernglas rausholen und mal kurz schauen, wo es denn da so hingeht. Ja, ich vermute mal hierhin. So, nur eine Vermutung, ne? Hierhin vermute ich mal. Ja, genau. Ja, warte. Da geht's hin. Hier ist der Spaceport und hier vorne ist der Espar Grand, das große Hotel. Und da kriegen die das Apartment, ne? Die kriegen also da, na, für eine Übernachtung, ne? Kriegen sie da das billigste Apartment spendiert und haben halt gleich unten den Zugang zur Bahn und können dann mit der Bahn eine Station weiterfahren, dann sind sie schon da. So, also haben wir uns jetzt mal ausgerichtet. Ist ja gut, dass die hinten da von meinen Gedanken nichts mitkriegen. Die brauchen ja nicht denken, dass ich mich hier nicht auskenne. Das brauchen die gar nicht. Guckt, da sind alle drin, ne? Seht ihr, ne? Alles voll. Na denn. Dann geht mal Stoff, ne? Hast ja schon ordentlich was geschafft. Ja, wir schauen uns nochmal das mit der Tür an. Ich mach mal hier auf Maximum. Mal sehen, was die Mühle so bringt. Und ich schau mal, ob ich hier Close Left Door, ob er das versteht und auch speichert, oder ob er meint, er müsste es dann immer mal wieder aufmachen. Ja, ne? Ich freue mich schon, wenn irgendwann mal hier so die Transporter immer hoch und runter die Güter bringen. Wir haben ja einmal die Cargo-Variante und einmal fürs Personal. Das ist schon eine tolle Sache und wir sehen auch jetzt hier, er hat ja ordentlich Fläche, ne? Das wird schön warm. Er hat ordentlich Fläche und die Eintrittseffekte sind super. Oh, ja. Ja, ob wir da nicht ein bisschen zu viel geprahlt haben, wir die Kiste da auch runterkriegen, das ist die Frage, ne? Ja, den Style von Argo finde ich super. Ich habe es mir auf der Messe eben ausgeliehen und muss es jetzt auch mal kurz testen. Hier kann es ja nicht machen. Ja, geht was kaputt? Nö, ne? Also viel kannst du damit nicht machen, aber eben so, ich stelle mir so in meiner Fantasie vor, eben so Transporte von einem Hochhaus zum nächsten, auch vielleicht so ein bisschen nach oben zur Raumstation, ein bisschen Cargo bringen. So, jetzt müssen wir schauen, jetzt hatten wir irgendwie was über 500. An Geschwindigkeit. Wir müssen schauen, dass wir die Geschwindigkeit natürlich auch wieder drosseln, weil ich weiß nicht, wie sich das Teil in der Atmosphäre fliegt. Na, kann sein, dass es runterfällt wie ein Stein und dann haben wir den Salat. Aber ich meine, bei dem Wetter kannst du auch nicht Nein sagen. Ist wie mit Pilze essen, ne? Alle kannst du ja irgendwie essen. Und hier so auch mit der Argo hier, kannst du doch schon runterfliegen. Ne? Und dann musst du es halt auch genießen, weil du nicht weißt, das sage ich jetzt nicht so laut. Gut. Was haben wir gesagt? Geschwindigkeit ein bisschen reduzieren, haben wir gesagt. Ja, die Sounds sind klasse, ne? Ja, ich könnte mich jetzt beim Spaceport anmelden, will ich aber gar nicht, denn ne, die haben jetzt nicht das Ticket noch extra dahin zu eiern, sondern die wollen gleich auf dem Tower. Kann ich auch verstehen, ne? Wenn schon, dann nimmt man das mit.
Und der Tower wäre jetzt hier so unter uns. Schön. Ja, ich genieße die Bilder gerade. Hat was. So, schauen wir noch mal. Wir sind ein bisschen zu schnell, ne? Für den Klotz, für diesen Ziegelstein hier. Also der Aufschlagswinkel passt. Ich weiß nicht, ob ich die abfangen kann. Ich weiß es nicht. Ja, da kann man die Messe unten sehen, ne? Das pulsiert da so ein bisschen, das Hologramm. Leider ist es jetzt nicht dunkel. Fürs Landen ist natürlich super, aber jetzt könnte man die Messebeleuchtung noch ein bisschen bestaunen. Ja, jetzt haben wir ja eine andere Challenge am Start. Ja, 79, also ne, übertreib's nicht. Ich würde mal sagen, vielleicht wäre es ganz sinnig, wir würden jetzt schon das Fahrwerk ausfahren. In der Hoffnung, da gibt es ein paar Retro-Thruster, die uns das ein bisschen abfedern helfen könnten. Ich komme schon sehr steil rein. Es sieht schon übertrieben langsam aus, aber ich meine, da ist nicht groß was mit Manövrieren, Gleiten, Abfangen. Ich sehe da überhaupt nicht, dass wir da irgendwie abgefedert werden könnten. Ja, noch mal ganz kurz nach hinten gefunkt. Hier spricht der Captain, bitte zur Landung klar machen, ja. Fasten your seatbelts, please. Landung in T-5. Alles klar? Oh, Hilfe. Wenn wir da überhaupt ankommen, ne? Ich guck gerade noch mal nach hinten, da ist ja jetzt gerade nicht viel los hier, also viel Flugverkehr ist nicht, ne? Würde man ja sonst auch sehen. Naja. Ja, ich bin hier in voller Konzentration. Es stehen ja schließlich Leben auf dem Spiel. Ja, jetzt aber nicht, ne? Oder ist das jetzt hier der Tower, Aspire Grand Tower?
der mich hier anfunkt? Nein. Ich habe auch keine. Ah, da sehe ich einen roten Punkt. Bitte schieß mich jetzt hier nicht ab, ja? Ja, ne? Es sieht schon mal gut aus. Das muss man sagen. Windig ist es jetzt aktuell nicht. Schneesturm haben wir auch nicht. Vereiste Landefläche haben wir auch nicht. Wenn wir dann einen Klotz jetzt hier so aufsetzen könnten, würde es mich freuen. Dann werde ich sicherlich als Pilot auch mal wieder gebucht. Naja, das habe ich ja jetzt hier so aus Spaß gemacht. Das wissen die auch. Also, die geben immer wieder ein Bier aus und dann passt das, ne? Natürlich alkoholfrei, ich bin ja Pilot, ist auch sehr klar. Landing complete, sagt er. So, aber noch so lange sitzen bleiben, bis das Fahrwerk und der Motor zum vollständigen Stillstand gekommen ist. Das ist es. Super, brauchen wir nochmal einen Screenshot als Beweis. Das glaubt mir ja keiner, ne? Ja, vielen Dank, dass ihr mit Argo MPUV Personal Transport mitgeflogen seid. Hier, ich mache euch nochmal auf. Gleich linker Hand ist der Eingang S-Bahn Trent Tower und dann müsst ihr mit dem Fahrstuhl nach unten fahren. Da ist dann die Bahn. Ja, wir sehen uns wieder oben, ne? Ich muss das Ding ja wieder zurückbringen. Alles klar, denn viel Spaß auch. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr reingeguckt habt. Einen kleinen Spaß haben wir uns hier unternommen und wir sehen uns wieder in Star Citizen. Wow.